Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Wir haben heute einen sehr guten Besuch. Ich danke wahrscheinlich den Reinhard Habeck. Er ist einer der Mitglieder von unserer Gruppe aus den 70er Jahren, der den Sprung ins professionelle Lager geschafft hat, so wie der Hans Wötschig oder der Michael Markus Durner, der auch in den 70er Jahren zu uns gekommen ist. Wötschig war schon ein bisschen früher bei uns, der ist schon in den 60er Jahren zu uns gestoßen. Der Reinhard ist ja ein Autor. Was denn für ein so spekulativer Sachbuchautor, kann man das so sagen? Das Bücher, die es nicht geben dürfen. Genau. Der schreibt über Dinge, die es auch nicht geben dürfte und sagt Sachen, die man nicht hören dürfen. Also, zweitens ist er auch Karikaturist. Ihr habt ja gesehen, er hat auch die Rüsselmops-Karikaturen und so weiter gemacht. Und lebt auch, ein wichtiges Standbein von ihm sind Vorträge. Das war auch das Problem, warum er nie Zeit für uns gehabt hat. Kaum wollte ich ihn bitten, dass er einmal herkommt, einen Vortrag zu halten, sagt, ja, da bin ich gerade in der Schweiz, da bin ich gerade in Deutschland, da bin ich gerade da. Aber heute haben wir es geschafft und ich freue mich, dass du da bist. Am nächsten Freitag bin ich leider nicht da, da werde ich schauen, dass ich einen Ersatz finde, der mich bei der Begrüßung vertritt. Bei dem Mitte-Treff am 14. Februar in den Waldviertelstunden bin ich auch wieder dabei. Wir haben das so gemacht, dass wir den letzten Freitag im Monat benutzen für die Abende hier mit Vorträgen. Und den Mittertreff, das ist einfach so ein Quatschtreff, wo man einfach miteinander redet und plaudert. Ja, das wär's. Ich hoffe, das geht im heurigen Jahr so gut weiter. Ich bedanke mich beim Reinhard, dass er jetzt doch gekommen ist. Da kämpfen mit dir. Vielen Dank. Und ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich also noch mehr gefühlten 300 Jahre, aber es sind ungefähr 40 Jahre offenbar her, seitdem ich die Uranfänge in der Science-Fiction-Gruppe Wien, wie viele andere spätere Autoren und auch Künstler, auch bei mir den Anfang genommen haben. Und da Alfred ist hartnäckig genug geblieben, wenn natürlich alles, also wenn man bei mir so lange dauert, dann wird wahrscheinlich immer sehr viel passieren. Es ist natürlich auch so, in dieser Runde sind ja viele neue natürlich dabei, auch junge. Von den Oldies gibt es zum Glück doch noch einige, aber viele Freunde von uns also sind nicht mehr unter uns dabei. Und mir fallen ein, also aus der Vergangenheit, also ein lieber Freund und Autorenkollege, der also bei euch sehr oft war, der Viktor Farkas. Mhm. Und der hat ja viele also grenzwissenschaftliche Bücher auch geschrieben, war aber mit Science Fiction natürlich auch immer verbunden. Und wir haben uns aber meistens dann getroffen, eben bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir gemeinsam dann auch Referenten waren. Und der Viktor, der, also die meisten von euch werden sich noch an ihn erinnern, aber da gibt es natürlich auch unendlich viele also Anekdoten und eine fällt mir halt jetzt im Moment ein, weil viele von euch ihn ja noch also kennen werden und die bleibt mir unvergessen. Ich muss dazu sagen, der Viktor ist ja wirklich blitzgescheit gewesen, ja? Also nur politisieren durfte man mit ihm nicht. Ja? Also da war er auf einem Auge blind, ja? Und der war ja wirklich auf einem Auge blind. Und ich bin mit dem Viktor, also das war allerdings nur einmal, ja? Mit dem Auto mitgefahren. Schweißgebadet bin ich im Sessel drin gewesen. Und er hat mir die Geschichte erzählt, weil er ja eigentlich also auf ein Auge blind ist, also wie überhaupt mit dem Führerschein, also wie er das überhaupt geschafft hat und so weiter, weil er musste alle Jahre also eine Kontrolle machen. Und dann hat er mir das im Autofahren, hat er mir das also erklärt. Ja, das war so, also bei der Prüfung, also das also linke Auge, ja, und da hat er das genau erklärt, ja, und so weiter, und der Prüfer, ja, super, wunderbar, und jetzt das andere Auge, so, wurde geschrieben, und er hat nicht mehr zum Raum lassen. Das war der Richter, das war ein Schlawiner, aber er war also brillant auf seine Weise natürlich auch. Und ein anderer großartiger Autor, auch aus der Runde, der mich eigentlich zu euch, also seinerzeit ja auch geführt hat, das war der Peter Krasser. Das war, wenn man so wie der österreichische Däniken, wir haben selber also einige Bücher gemeinsam gemacht, Licht für den Pharao und die Palmblatt-Bibliothek und ein, ja, wenn man so wie auch ein Fantasy-Buch, nämlich ein Osterhasenbuch. Der Hoppelbock, der kleine Osterhase, ist kaum bekannt, ich habe es jetzt nicht mitgenommen, aber
War ein Erfolg, allerdings nur zu Ostern. Also zu Weihnachten ist kein einziges Buch verkauft worden. Aber das hat der Peter auch gemacht und der war auch in dieser Runde aktiv. Und so freue ich mich natürlich, dass ich jetzt also ja, nach langer Zeit endlich einmal wieder hier bei euch gelandet bin. Herr Professor, ich zeige es einfach. Ja. Und ich werde oft gefragt, ja, wie hat es überhaupt angefangen? Ja? Also die Insider werden es also vielleicht wissen. Ist das du links? Aber links, das bin ich in Lübingen. Das war 1982 war das. Aber die Ursprünge, oder hast du gemacht rechts? Ja, man kommt schon jetzt langsam hin. Ja, das ist der Charles Berlitz. Das Bermuda-Dreieck, das war ja in den 70er Jahren ein Welterfolg auch und ja, ich bin mit ihm also in Kontakt gewesen und habe ihn also einerseits gezeichnet. Er hat mich aber auch inspiriert, wie viele andere Autoren auch aus dieser Zeit damals. Und der Alfred hat mir gesagt, naja, da ich ja also einerseits Autor bin, der halt über rätselhafte Phänomene also schreibt, über Dinge, die es nicht geben dürfte, ja, und solche Sachen, und gleichzeitig aber auch also Karikaturist, kann man das irgendwie in einen Vortrag verpacken. Es gibt natürlich Überschneidungen, manchmal satirischer Art, manchmal unfreiwilliger. Also ich habe diesen Spagat versucht heute, weil ich eben auf diesen beiden Beinen stehe. Es gibt also genug großartige Künstler, die sind halt nur, in Anführungszeichen, Zeichner, die sind aber dann meistens in einer Redaktion, ja, oder eben Autoren, ja, Schriftsteller, die aber auch ihre Mühe haben. Und ich habe das Glück, dass ich beides miteinander verbinden konnte und so quasi auf beiden Beinen eigentlich dann sehr gut, oder sagen wir zumindest einigermaßen, also gehen kann, während viele Kollegen eigentlich nur um und um hupfen. Ist schwieriger.